ist jetzt? Hallo, mein Name ist Thorsten. Wir zeigen euch jetzt, wie es im Innern der Feuerwache aussieht. Das hier ist der kleine Lehrsaal, der wird genutzt für Ausbildung oder Besprechungen von kleinen Gruppen, beziehungsweise hier kann man auch kleine Ausbildungen praktisch dementsprechend vorführen. Das hier ist der große Lehrsaal, auch wiederum genutzt von der Feuerwehr für größere Gruppen, beziehungsweise für die gesamte Wehr zur Information, zur Weiterbildung oder auch von der Stadtverwaltung Pirmasens für verschiedene Veranstaltungen kann man diesen Raum auch nutzen. Man hat noch die Möglichkeit, kann den Raum durch diese mobile Trennwand dementsprechend in zwei Räume teilen. Das hier ist unsere Atemschutzübungsanlage. Jeder Atemschutzgeräteträger muss einmal im Jahr diese Anlage absolvieren. Hier ist der Vorbereitungsraum, anschließend kommt der Übungsraum 1. Diesen Raum kann man auch noch mit Hitze beaufschlagen, anschließend Übungsraum 2. Danach geht es hier in den Zielraum. Und die ganze Übung wird hier in diesem Raum überwacht mit Bild und Ton. Das ist unsere Leitstelle. Diese ist 24 Stunden von einem Kollegen besetzt. Hier kann man die verschiedensten Einrichtungen auf der Feuerwache steuern. Die Einsätze werden von hier aus abgewickelt und die Brandmeldeanlagen laufen hier auf. Nebenan befindet sich unsere Teeküche. Das ist unsere Schutzzeugpflege. Hier haben wir die Möglichkeit, kontaminierte Materialien zu reinigen und zu trocknen. In unserer Kleiderpflege wird unsere benutzte Einsatzkleidung gereinigt. In unserem gut ausgestatteten Trainingsraum haben wir die Möglichkeit, uns für die Einsätze fit zu halten. In unserer Schlauchwäsche werden die benutzten Feuerwehrschläuche nach dem Einsatz gereinigt, geprüft und zum Trocknen aufgehängt und danach wieder verpackt, um sie auf unsere Fahrzeuge zu verlassen. Abendschutzwerkstatt. Hier werden die Abendschutzgeräte gereinigt, überprüft und für den nächsten Einsatz bereit gemacht. Hier werden unsere Atemluftflaschen gefüllt und auch Geräte wie zum Beispiel Chemikalien-Schutzanzüge regelmäßig überprüft. Das ist unser Spindraum. Hier hat jedes Mitglied der Feuerwehr Pirmasens seinen eigenen Spind, in dem die persönliche Schutzausrüstung lagert. Diese wird im Einsatzfall auch hier angelegt. Das ist unsere Kfz-Werkstatt.
Wir werden von unseren Automechanikern die Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an unseren Feuerwehrfahrzeugen durchgeführt. In der Fahrzeughalle stehen die Fahrzeuge der Feuerwehr Pirmasens für ihren nächsten Einsatz bereit. Auch auf unseren beiden Außenstandorten stehen noch zwei Feuerwehrfahrzeuge.